Sniper Rifle ist immer geil. Gucken wir doch mal, ob wir da drüben irgendwas sehen. Nicht wirklich. Ich hoffe, er hat nicht uns gesehen und gemeint mit Feuer. Ich habe da gerade was gehört. Oh, ja, doch, er hat uns gemeint. Bin mir ziemlich sicher. Also für Superbeton zerfällt das Zeug ziemlich schnell, muss ich ja gerade mal zugeben. Ne? Aua, Alter, Alter, von wo? Alter? Was bist du denn für einer? Auf uns unsere Deckung zu zerschießen, geht ja mal gar nicht klar. Was, 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 was? Los, spring. Die ist voll? Die haben wir doch gerade die ganze Zeit benutzt. Was soll das? Oh oh. Schön liegen bleiben, ja? Ich trau dem Braten nicht. Alter, was geht denn da ab? Sind beide voll? Ja. Super. Und weiter. In Deckung, hinter der nächsten Säule. Da liegt was, was wir brauchen. Da liegt sogar jede Menge, was wir brauchen. Aber erstmal würde ich gerne die Waffe wechseln. Und würde mir die da hinten mal gerne schnappen. Was zum... Was? Zack, der ist weg. Wir haben nichts zum Nachladen und irgendwie hat uns dieser Betonklotz hier gerade aufgehalten. Keine Muni mehr. Na super. Dabei hätten wir es gerade jetzt gebrauchen können. Okay, dann nehmen wir wieder die. Meine Fresse. Richtig leider nicht dank dem Scheiß Rauch. Deckung. Hört auf, den Rauch als Deckung zu benutzen, ihr Schweine. Habe ich noch eine Granate? Ja, warum benutze ich die eigentlich nicht? Wupp. Na kommt. Alter, was die aushalten, ist ja heftig. Heilige Scheiße. Okay, nehmen wir mal wieder die beiden. Okay, mit der kommen wir da auch nicht weiter. Das bringt gar nichts. Können wir mit der 9mm snipern? Vielleicht bringt das ja was. Wenn man stillhalten würde, könnten wir das vielleicht wirklich tun. Nimm die scheiß Knarre mal auf Einzel... Oh! Ich wusste gar nicht, dass wir einen Schalldämpfer haben. Leer. Weiter Schwede, wer schießt denn hier?
So. Ich glaube fast, wir haben sie erstmal alle wieder erledigt. Ha, das sieht super aus. Ich glaube auch, dass wir sie alle erledigt haben. Hey, feindlicher Kontrollpunkt in Sicht. Passen Sie auf sich auf. Sie haben schwere Waffen in den Stellungen. Dankeschön. Gemerkt habe ich das auch schon. Das bringt mir nur nichts, weil ich hier nicht wegkomme. Und ich nicht genau weiß, von wo die Schüsse kommen. Ach, von da oben. Hey, eine Fresse, wie viele aushält. Nehmen wir mal die beiden Kleinen wieder zur Hand hier. Hoch. Medikit? Oh, da war Muni auch. Ich hab's gesehen. Wo, 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 wo? Egal. Ich hätte gerne wieder meine beiden Sturmgewehre. Und Medis brauchen wir gerade nicht, aber Muni nehmen wir immer gerne. Deckung. Komm schon, nimm die scheiß Russi. Nimm die scheiß Russi. Jetzt nehmen wir ein Medikit. Okay, Muni. Mein Gott nochmal. Wie viele kommen denn da von denen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und wir gehen langsam out of Muni. Das ist auch nicht schön. Liegen bleiben. Bleibst du jetzt liegen? Was? Oh, what the fuck? What the fuck? Jetzt dürfen wir das alles nochmal machen. Ja, geil. Ist ja geil. Jetzt dürfen wir den ganzen Scheiß nochmal von vorne machen. Ich bin echt begeistert. Na los, lade schon. Super. Wir hatten da irgendwo gerade welche, die wir hätten ausschalten können. Da oben. Ist auch welche? Nee. Die holen wir uns jetzt erstmal da vorne, die beiden. Aber mit dem Messer, das ist halt passiert. Ah, lauf, 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 lauf. Aua. Ja. Hat super funktioniert. Das war der Masterplan. Ich bin voll stolz, dass ich das so gemacht habe, weil anders wäre es unmöglich gewesen. Boah, ey, diese scheißblöden Roboter. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Können wir die nicht einfach irgendwie hacken? Wäre doch viel einfacher. Ich brauche wieder einen Nano-Suit, definitiv. So, gib mir die knapp. Nicht die. Die beiden bitte, danke. Viel, ey. So. Jetzt haben wir gleich die dicke Knarre am Start und jetzt wird hier erstmal aufgeräumt.
Weg mit dem Scheißding. Braucht eh keiner mehr. Nicht, dass wir nochmal auf die Idee kommen, die aufzuheben. Aua! Hört doch mal auf damit! Falsche Waffe, aber die hatte ich leider gerade als erstes zur Hand. Aua! Huch, wo ist der denn hingeflogen? Und wer schießt hier noch auf uns? Ich sehe Füße. Achso, da oben steht ja noch einer, ich erinnere mich, da war ja was. Dem snipern wir nach Möglichkeit mal da runter. Wer ist wo? Ich weiß, dass da drüben auch noch einer ist, komm her! Was war das? Eine Flare? Das sah gerade aus wie eine Flare-Gun. Irgendwas, was an mir vorbeigeflogen ist. Das ist nicht cool. Alter, da schießt schon wieder wer von oben. Bitte? Keine Muni. Oh nö, keine Muni auf der Sekundärbewaffnung. Warum nicht? Kann doch jetzt wohl nicht wahr sein. Oh, stimmt, warum benutzen wir die eigentlich nicht? Ah, was? Oh, komm schon, jetzt hat die Druckwelle uns in dieser scheiß Explosion uns zurückgeschoben und wir fallen erstmal da von der Klippe? Das kann wohl nicht wahr sein. Oh, Mann. Jetzt kommt. Diese Brücke ist echt fast unmöglich. Ich hab's gerade schon mal gesagt an einer Stelle, aber ernsthaft, das geht doch nicht. Wie viel man uns hier entgegenwirft, das kann doch nicht wahr sein. Wieso lebt er noch? Das war ein scheiß Headshot. Alter? So. Nachladen können wir leider immer noch nicht. Da hinten ist ein Wagen, wo wir hinwollen, immer noch. Aber da können wir gerade immer noch nicht dran. Was zum Teufel? Ach, der liegt da ja schon halb tot. Was? Wo? Aua! Da ist noch einer, aha. Liegen bleiben. Okay, ich glaube, jetzt haben wir sie erstmal alle erledigt. Vorläufig, wenn wir rankommen, kommt eh wieder der Dicke. Deswegen auch gleich die Sekundärbewaffnung wieder an. Da ist noch einer, aber der kann jetzt gerade nichts. Da ist er schon, der Dicke. Gleich liegen bleiben, ja? Alter. Ich glaube, wir müssten da eigentlich wirklich durchrambolern. Ohne irgendein Zucken einfach durchlaufen. Nehmen wir mal die. Nein.
So war richtig. Und rüber damit. Der sind wir nämlich schön flink. Und hoffentlich, wenn wir treffen, machen wir auch halbwegs Schaden mit dem Teil. Okay, das bringt hier wirklich wenig. Außer der Sniper haben wir hier, glaube ich, mit allen möglichen Scheißkarten. Nein, 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 nicht schon wieder was für ein blöder Tod. Da habe ich gerade nicht unbedingt die verstärkte Lust drauf. Tod. Jawohl, mit dem schweren MG gefallen. Oh, Leute. Ich habe echt keine Worte dafür. Ich komme da einfach nicht durch. Die schmeißen uns so viel Scheiß entgegen, dass wir es einfach irgendwie nicht schaffen. Das gibt's nicht. Und immer wenn man meint, man hat es fast geschafft, kommt von irgendwo wieder so ein kleines Männlein angerannt und gibt einem doch noch einen Headshot. Oder Two Shots oder was auch immer. Auf jeden Fall tot. Liegen bleiben. Das reicht schon. Einfach liegen bleiben. Ich renne jetzt einfach nach vorne. Ich stürme einfach durch. Und ducken. Wie die auch aushalten. Unglaublich, ey. So. Noch jemand. Ich glaube, jetzt haben wir es. Erster. Immer wenn ich sowas sage, wie wir haben es erstmal, oder ich glaube, das war's, kommt wieder wer angerannt. Immerhin wieder Sekundärmuni. So. Was, was, was? Ah! Wen siehst du? Oh, Alter, das war knapp. Haben wir noch Muni auf der Sekundär? Ich glaube, die ist leer geknallt, ne? Das ist schlecht. Wir müssen dieses dumme Geschütz da oben mal ausschalten. Das geht uns nämlich sonst gleich ziemlich auf die Eier. Haben wir noch auf dem Sniper? Moment. Doch nicht, ich dachte, da kommt wieder einer angeschlichen. Versucht irgendwie sneaky zu sein. Ja, wir haben sogar noch Muni auf der Waffe. Dann holen wir uns jetzt erstmal dieses dämliche Geschütz da auf. Aua! Ey! Böse! Wo bist du? Wo ist der hin? Vom eigenen Geschütz zersetzt oder was? Wo ist er hin? Ich sehe nichts mehr. Tu das. Aber bitte dahin, dass ich dich sehe. Wenn ich jetzt die Waffe wechsle. Shit, keine Muni mehr auf der Waffe. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Nehmen wir mal die beiden an zur Hand, weil im Moment haben wir, wie gesagt, ein bisschen Munimangel. Was? Wo bist du denn? Oha! Tod! Ey, das kann doch nicht wahr sein! Wie viel Schaden kann denn ein so ein kleines Pissvieh machen? Das gibt's doch überhaupt nicht! Meine Fresse! Warum haben wir nicht so einen Kackanzug? Warum hat unser Möchtegern-Pilot so ein Vieh gerade gehabt?
Ey, das gibt's doch überhaupt nicht. Der hatte doch gerade in dieser komischen Kammer so einen scheiß Anzug. Warum hat der den gekriegt und wir durften ihn jetzt nicht mitnehmen? Geh weg. So. Das war erstmal wichtig. Ja, ja, ja. Ich weiß, dass du da bist und ich weiß, dass ich dich gleich holen komme. So, erstmal Entdeckung. Ja, warte ab, ich komme zu dir, ich gebe dir welche. Komm doch mal da runter. Siehste, so macht man das. Ja, ich weiß, dass dir die Sicht versperrt. Ist der Sinn der Sache. Komm her. Seh deinen Kopf. Wo ist er hin? So. Richtig auch. Komm her. Ich kann dich zwar sehen, aber ich habe gerade kein freies Schussfeld. Das hat nicht wehgetan. Es war schnell vorbei. Ja, kommt nur. Ja, ja, ja. Erstmal müssen wir hier die normalen... Oh, nicht der schon wieder. Die beiden Schüsse müssen sitzen, die ich ihm verpasse. Weil mehr habe ich nicht mehr von der Sekundärmunition. Okay, sind halbwegs safe, dann ziehen wir uns jetzt mal zurück. So. Da ist Muni und Medikits, das ist sehr gut, nehmen wir beides mal. Werden wir vielleicht gleich noch brauchen, die extra HP, weil wir kriegen gleich garantiert wieder hart aufs Maul von ihm da. Oh, effektiv. Mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Was zum... Was? Was, was, was? Bitte, was machst du? Komm mal her. So. Na komm. Liegen bleiben. Liegen bleiben. Ich will keine Kugel verschwenden. Fall er jetzt runter, Mann. Kann doch nicht wahr sein. Wenn du schon meine Muni mitnimmst. Liegen bleiben, danke. Oh. Mann, nee! Ey, das kann doch nicht wahr sein! Oh, ey, Leute, nee. Ich glaube, ich gebe es hier an dieser Stelle erstmal auf und versuche das in der nächsten Aufnahme, denn das hat so wirklich keinen Sinn. Wir kommen hier kein bisschen weiter, wir sterben immer an derselben Stelle. Und ich würde sagen, das probieren wir beim nächsten Mal in neuer Frische. Und naja, bis dahin noch einen schönen Abend und bis dann. So vieles hat sich verändert. Ich war zu lange weg. Sie hatten die Bombe zuerst.
Keiner weiß, wie es dazu kommen konnte. Sie haben alle unterworfen. Sie haben unsere Freiheit geraubt. Niedergerissen, was über Jahrhunderte entstanden ist. Sie haben die Welt mit ihrer Macht terrorisiert. Millionen versklavt. Aufstände. Rebellion. Widerstand, zerquetscht unter ihrem eisernen Stiefel. Sie schreiben die Geschichte neu, prahlen mit ihrer Macht. Sie glauben, der Krieg ist vorbei. Aber das ist ein tödlicher Fehler.